Ja. So, noch mal kurz. Ich bin seit etwa 2004 bei MySQL Supporter. Also war offiziell angestellt bei MySQL, dann bei Sun, dann bei Oracle. Habe dann irgendwann noch beschlossen, für Oracle arbeiten möchte ich nicht. Bin nach einem kurzen Nicht-Datenbank-Intermezzo mittlerweile bei SkySQL gelandet. Das ist eine Consulting-Firma, die Consulting anbietet für MySQL, MariaDB und alle anderen MySQL-Derivate. Und wenn ich jetzt in den Slides und den Talks von MySQL rede, dann meine ich immer MySQL und MariaDB. Wenn ich speziell auf MySQL, wie es von Oracle kommt, eingehe oder auf Features, die speziell in MariaDB sind, dann sage ich das explizit. Ansonsten MySQL bedeutet immer beides. Und ich beschäftige mich mit OpenStreetMap seit 2007. Und eins der Dinge, die ich in der Zeit gemacht habe, neben reinem Mappen, ist, dass ich den OSM-to-PGSQL-Konverter, mit dem man OpenStreetMap-Daten in PostGIS importieren kann, damals erweitert habe, um die Möglichkeit, das neue PBF-Format einzulesen. Und bei der Gelegenheit auch darüber nachgedacht habe, ob man das ganze Tool nicht mal verallgemeinern kann, dass es nicht nur in PostGIS, sondern auch in MySQL importieren kann. Dazu müssten wir erstmal sagen, ja, MySQL hat GIS-Unterstützung, hat GIS-Datentypen und das Ganze schon seit etwa 10 Jahren. Das Ganze ist ursprünglich entstanden als eine Art Casting oder Probezeit für ein Team von Entwicklern, die MySQL eingestellt hat. Wir haben als erste Aufgabe bekommen, ihr habt so und so viel Zeit, implementiert mal so viel vom OpenGIS-Standard, wie ihr in der Zeit schafft. Und dann überlegen wir uns, ob wir euch tatsächlich als Mitarbeiter einstellen oder ob das mit uns nicht funktioniert. Das hat auch relativ gut geklappt. Wir haben sehr viel implementiert bekommen. Das Ganze ist das erste Mal veröffentlicht worden in der ersten Alpha-Version von MySQL 4.1 vor etwas mehr als 10 Jahren. Ist dann produktiv veröffentlicht worden mit dem Produktiv-Release von MySQL 4.1 in 2004. In dem Zustand, wie es nach diesem Probezeitprojekt war. Aber irgendwie hat das Ganze nicht wirklich User gefunden. Die Frage ist, was ist da schiefgegangen? Denn eigentlich ist alles, was man haben möchte, da. Es gibt Geometriedatentypen, die üblichen OpenGIS-Typen für Punkte, Linien, Polygone, Multipolygone. Es gibt Unterstützung für das Well-Known-Binary-Format, Well-Known-Text-Format. Es sind fast alle Funktionen vorhanden, die der OpenGIS-Standard vorgibt. Und es gibt auch Spatial Indexes. Aber trotzdem hat es in der Form, wie es veröffentlicht worden ist, fast niemand benutzt. Ich kenne aus meinen ganzen Jahren im MySQL-Support nur 3 Kunden, die es tatsächlich eingesetzt haben. Und auch immer, wenn mich jemand gefragt hat, wie sieht das denn bei euch aus mit GIS-Unterstützung, will ich das benutzen? War auch meine Antwort sofort immer, vergesst es, nehmt PostGIS. Also in dem Zustand, in dem es zu der Zeit war. Denn auch wenn die Liste da eben sehr schön aussah an implementierten Features, es gibt ein paar recht wesentliche Einschränkungen, die sehr lange verhindert haben, dass irgendjemand die meiste Unterstützung für GIS ernst genommen hat. Das ist zum einen, es gibt keine Unterstützung für Projektionen. Wie wir eben gesehen haben, die Erde ist flach. Damit kann man in vielen Beziehungen noch leben. Ist nur schlecht, wenn man auch die Pole mit abbilden will. Es gibt nur Geometry als Datentyp, nicht Geography. Das ist auch eher noch eine Limitation, mit der man leben kann. Auch OSM2PGSQL zum Beispiel benutzt nur die Geometry-Typen von PostGIS. Bisschen schwieriger schon. Es gibt zwar Spatial Indexe, aber nur in der MyISAM Storage Engine von MySQL, die nicht transaktionssicher ist. Wenn man Inner-Level-Tabellen einsetzt, um das Ganze transaktionssicher zu haben, dann kann man zwar die Geometrie-Datentypen benutzen, hat aber keinen Indextyp darauf. Das heißt, jede Abfrage auf eine GIS-Spalte führt dann immer zu einem Voll-Table-Scan und ist dementsprechend nicht performant. Es fehlen ein paar der
Metadaten, die vom OpenGIS-Konsortium vorgegeben werden. Das könnte man auch noch verschmerzen. Das Ganze ist nur zweidimensional. Ist auch noch eine Einschränkung, mit der man leben kann. Aber das ganz wichtige Problem die ganzen Jahre war, es sind zwar alle Funktionen wie zum Beispiel Contains oder Overlaps implementiert, aber die operierten bisher immer nur auf dem Bounding Rectangle einer Geometrie. Nicht auf der eigentlichen Geometrie selber. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine Abfrage schreibe, um zu schauen, ist ein bestimmter Ort in einem bestimmten Land, also hier zum Beispiel Deutschland, dann operiert die Abfrage nicht auf den tatsächlichen Grenzen, sondern nur auf dem umgebenden Rechteck, das die gesamte Geometrie umspannt. Das heißt, wenn ich hier abfragen würde, liegt Prag in Deutschland, wäre das Ergebnis, ja, tut es. Ich glaube, da wären die Tschechen nicht so ganz glücklich drüber. Ja, und dann hatten wir weitere MySQL-Releases, 5.0 in 2005, 5.1 in 2008, immer noch mit dem gleichen Funktionsumfang, immer noch mit den gleichen Einschränkungen. In 2009 gab es eine Zeit lang ein Preview-Release mit echter Geometrieunterstützung, aber auch das ist irgendwie wieder in der Versenkung geschwunden und es ist nichts weiter passiert. Und das Problem die ganze Zeit über war, zum einen, niemand benutzt die GIS-Features, die da sind, also gibt es keinen Business Case, um zu sagen, wir stecken jetzt noch mehr Geld in die Entwicklung, um weitere Features zu implementieren, die dann vielleicht sowieso niemand benutzt. Und auf der anderen Seite, weil die entscheidenden Features, insbesondere echte Geometriebeziehungen, nicht vorhanden waren, hat es auch keiner benutzt. Ein Händel-Ei-Problem, das sich jahrelang nicht aufgelöst hat. Dann hatten wir irgendwann den Punkt, dass Oracle Sun gekauft hat und damit auch MySQL aufgekauft hat. Und Monty Videnius, einer der MySQL-Gründer, der Sun bzw. Oracle verlassen hat und seine eigene Entwicklungsfirma aufgemacht hat, einen Teil der Entwickler mitgenommen hat und MySQL geforkt hat und MariaDB als Projekt gestartet hat. Und in dem Moment hatten wir auf einmal den Fall, dass wir Wettbewerb hatten auf Feature-Ebene zwischen Oracle, die MySQL weiterführen mit dem Delfin als Logo und MariaDB mit der Robbe als Logo. Und jetzt plötzlich, fast 10 Jahre später, hatten wir zuerst in MariaDB 5.3, das ist eine Weiterentwicklung von MySQL 5.1 ist, auf einmal Unterstützung für echte Geometrien und mittlerweile seit etwa einem Vierteljahr auch von Oracle-Seite in MySQL 5.6. Das heißt, die ganze Implementation ist nicht mehr harmlos, beziehungsweise eigentlich nicht einsetzbar, nicht brauchbar, sondern wir sind jetzt beim Zustand mostly harmless angekommen. Das heißt, die GIS-Unterstützung in MariaDB und in MySQL ist bei weitem noch nicht auf dem Stand in PostGIS hat, aber mittlerweile auf dem Stand, zumindest für bestimmte Einsatzzwecke brauchbar macht oder zumindest zu einer Alternative macht, die man sich anschauen kann. Und vorher der Stand einfach war, ja, haben wir im Prinzip, aber nicht wirklich brauchbar. So, und jetzt kommen wir einmal ausdrucksweise in das andere Thema des Talks. Wie bekomme ich OpenStreetMap-Daten in MySQL importiert? Das ist ein Projekt, das ich schon mal angedacht habe, als ich damals die Unterstützung für das PBF-Format implementiert habe. Denn OSM to PGSQL ist eigentlich so implementiert, dass es sowohl auf der Eingabeseite als auch auf der Ausgabeseite als auch in dem Mittellayer, in dem Daten zwischengehalten werden, eine Plugin-Architektur hat und man eigentlich jede dieser Komponenten, die im Augenblick nach PostGIS schreiben, auch durch einen ersetzen könnte, die entsprechend nach MySQL oder MariaDB exportiert. Das ist leider nur
wenn man sich den Code genauer anschaut, schöne Theorie, denn auch wenn das Ganze eigentlich modular angelegt ist, hat man trotzdem so viele Annahmen und Implementationsdetail in der tatsächlichen Implementation, die sich doch genau auf die Funktionalität verlassen, wie sie von Postgres oder von PostGIS geboten wird, dass es nicht einfach ist, ein alternatives Backend oder einen alternativen Mittellayer dort zu implementieren. Insbesondere ist es so, dass Daten nicht als Insert Statements in die PostGIS-Datenbank geschrieben werden, sondern dass sich sehr darauf verlassen wird, dass man die Möglichkeit hat, mit Apps, mit Copy from Standard In, direkt einen Datenstrom als reines Textformat in die Datenbank zu pumpen, was dazu führt, dass man bessere Insert-Performance hat, aber auch gleichzeitig dazu führt, dass die Lösung nicht so portabel ist, wie man auf den ersten Blick anhand der Plugin-Struktur vermuten würde. Also, das heißt, hier hat man zwar eine Output-Schnittstelle, wo man die Postgres-Ausgabe eigentlich ersetzen kann, aber bevor das wirklich auch für andere Datenbanken funktioniert, muss man auf dieser Seite noch aufräumen und die ganzen impliziten PostGIS-Abhängigkeiten, die da trotzdem noch in der Schnittstelle drin sind, ja, erstmal weiter abstrahieren. Und das Gleiche haben wir in dem Mittellayer. Der Mittellayer wird gebraucht, weil man die OpenStreetMap-Daten, wie sie in den Granular-Files oder in den Regionalauszügen vorliegen, nicht in der Reihenfolge auf der Ausgabeseite ausgibt, wie sie hier reinkommen. Denn wir haben es ja mittlerweile schon mehrfach gehört, OpenStreetMap hat unter anderem keinen echten Flächentyp. Das heißt, die Unterscheidung, was ist eine Fläche, was ist ein Weg, oder auch das Zusammenfassen von Flächen zu tatsächlichen Polygonen, das passiert alles hier während der Verarbeitung. Und dazu müssen erstmal die schon eingelesenen OpenStreetMap-Punkte und Wege zwischengespeichert werden und schnell wiederfindbar sein. Das ist ganz einfach, solange man genug RAM hat, dann hält man einfach alles im RAM, beziehungsweise in dem OSM-TOPGIS-eigenen Cache. Wenn das nicht mehr reicht, muss man auch erstmal eine Datenbank auslagern. Auch an der Stelle wird sich sehr darauf verlassen, was an Features in Postgres und PostGIS zur Verfügung steht. So, und nachdem wir dann in MariaDB tatsächlich Unterstützung für echte Geometrien hatten, war dann der Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, ich schaue mir das doch nochmal an. Ich möchte jetzt ausprobieren, wie brauchbar sind die die neuen GIS-Features in MariaDB eigentlich. Und dazu brauche ich echte Daten, nicht einfach nur irgendwelche Testdaten, die ich mich immer selber ausgedacht habe. Und wo kriege ich einen großen Haufen Daten her? OpenStreetMap. Und ich habe dann auf einem der Hack-Weekends in der Geofabrik in Karlsruhe letztes Jahr dann angefangen, erstmal all die impliziten Abhängigkeiten von PostGIS, die trotz Plugin-Schnittstelle noch da waren, aufzulösen. Also den Teil des Codes, der noch im OpenPGSQL-Kern drin war, der eigentlich PostGIS-spezifisch ist, in den Output- und Mittellayer auszulagern, aufzuräumen und dann auch ein Output-Backend für MySQL bzw. MariaDB hinzuzufügen. Das hat alles auch an diesem ersten Hack-Weekend geklappt. Das heißt, der Teil ist damit möglich, aber da dieser Teil noch nicht da ist, kann ich nur so viel importieren, wie ins RAM passt. Oder ich muss mich für die Mittellayer trotzdem noch auf PostGIS zu verlassen, um dann anschließend in eine andere Datenbank zu exportieren. Den Weg habe ich nie ausprobiert, das funktioniert mittlerweile. So. Und eben erwähnt, das Postgres Copy Feature haben wir in der Form auf MySQL-Seite nicht. Dementsprechend muss ich normale SQL Insert Statements ausgeben,
Die sind etwas komplizierter zu parsen, als wenn ich wirklich nur reine Geometriedaten rüberschiebe, und bedeuten auch mehr Kommunikation zwischen Server und Client. Und von daher ist es im Augenblick so, ein Import von den Datengrößen, die ich RAM-mäßig importieren kann, dauert etwa 5-mal so lange als ein entsprechender Import nach PostGIS rein. Ein Kollege von mir hat mittlerweile angefangen, das Load-Data-Feature, das wir in MySQL haben, das ungefähr das gleiche ist wie ein Copy, aber im Detail völlig anders funktioniert, zu benutzen, indem er noch einen nebenläufigen Thread in dem M2PGSQL mitlaufen lässt, der die Kommunikation hier handelt. Und damit ist es dann auch so, dass wir ungefähr plus minus 10% auf die gleiche Importgeschwindigkeit rauskommen, wie mit PostGIS auch. So, jetzt fehlt natürlich noch der Middle Layer, damit das Ganze komplett ohne PostGIS und nur mit MySQL oder MariaDB funktioniert. Das habe ich auf einem weiteren Hack-Weekend angefangen. Bin allerdings nicht so weit gekommen bis jetzt, wie ich mir vorgestellt habe. Das heißt, ich habe die ganzen impliziten Abhängigkeiten, die wir auch da wieder zu PostGIS hatten, zwar aufgelöst bekommen, aber noch nicht das komplette MySQL-Plugin fertiggestellt. Und eins der Probleme dabei ist, dass der PostGIS-Middle-Layer HStore-Spalten benutzt, um alle alle OpenStreetMap-Tags und Attribute abzubilden, also sozusagen als Hash-Array. Und da haben wir in MySQL keinen entsprechenden Datentyp. Deswegen ist die Überlegung, entweder brauchen wir eine zusätzliche Tabelle, um die ganzen Tags und Features mitzuführen, oder eventuell können wir Dynamic Columns benutzen. Das ist ein neues Feature in MariaDB, das ich mir immer noch nicht genau genug angeschaut habe, um wirklich sagen zu können, lohnt das. Das ist also auf der Stelle immer noch Designphase. Also bisher immer noch die Limitierung, ich kann so viel importieren, wie ins RAM passt. Und das ist für mein Laptop mit 8 GB ungefähr die Größenordnung Nordrhein-Westfalen. Also ein deutsches Bundesland, ganz Deutschland klappt schon nicht mehr. Aber das reicht schon, auch wenn wir auch keine wirklich intensiven Benchmarks gemacht haben. Es reicht, um zu sehen, für das, was man normalerweise an Abfragen hat, also welche Punkte liegen in einem bestimmten Gebiet oder welche Points of Interest habe ich in einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Bezirk, dass auch das gefühlt in etwa gleich schnell ist wie PostGIS auf der gleichen Maschine auch. Und was uns schon mal recht ermutigend ist, wenn man mit dem Funktionsumfang, den MySQL oder MariaDB anbieten, zurechtkommt. Ein anderer ehemaliger Kollege von mir, der lange Zeit bei Nokia gearbeitet hat nach seiner MySQL-Zeit, hat mit eigenen, eher synthetischen Testdaten getestet. Der ist zu einem Ergebnis gekommen, bei rein lesendem Zugriff und bei mehreren parallelen Clients ist MySQL sogar deutlich schneller als PostGIS, aber auch nur, solange man nur lesend arbeitet. Sobald man Schreibzugriffe hat, geht das Ganze wieder in die andere Richtung. Was aber ein bisschen unfairer Vergleich ist, weil wir so Dinge wie Projektionen nicht beachten müssen oder auch nicht transaktional sein müssen, dadurch natürlich auch Performance sparen. Und das andere Ding ist auch, dass sich herausgestellt hat, dass MySQL weniger Plattenplatz braucht, um die gleiche Datenmenge zu importieren. Das ist bei den OpenStreetMap-Daten, die ich importiert habe, ungefähr ein Drittel weniger. Bei den Testdaten, die Hendrik sich erstellt hat, war es sogar teilweise bis zum Faktor 3 weniger. Aber da müssen wir noch mal schauen, ob das bei größeren Datenmengen, wenn wir es erstmal schaffen, wirklich einen ganzen Planeten zu importieren, auch hinbekommen. So, noch einmal zum Schluss, was ist für die Zukunft geplant? Ich möchte es endlich schaffen, den kompletten Planeten zu importieren. Das heißt, ich werde mich demnächst hinsetzen und den Middle Layer für OSM2PGSQL implementieren. Auf MariaDB-Seite wird daran gearbeitet, Geodaten noch präziser zu machen. Die werden im Augenblick nur als Float-Datentyp abgelegt. Das heißt, man bekommt
ungefähr eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Da möchte MariaDB besser werden. Optimizer-Verbesserungen soll es geben, damit GIS-Abfragen besser, schneller aufgeführt werden. Und die OpenGIS-Konsortium-Metadaten, Spezifikation soll implementiert werden. Was Oracle vorhat, weiß man nicht so genau. Das ist immer das Problem bei Oracle. Oracle hat das Motto No Forward-Looking Statements. Hat einfach den Hintergrund, dass die als Börsenunternehmen mal ganz böse auf die Finger bekommen haben, weil sie Kunden Features versprochen haben, die sie noch gar nicht liefern konnten. Was dann auch bedeutet, dass man den Lizenzpreis für das Produkt nicht sofort in der Bilanz aktiv stellen kann, sondern zum Teil erst, wenn das Feature tatsächlich geliefert ist. Seitdem sagt Oracle knallhart, wir sprechen nicht darüber, was wir in Zukunft implementieren, wir sagen euch nur, wenn wir es haben. Und es scheint so zu sein, dass Oracle daran arbeitet, auch InnoDB spatialfähig zu machen. Das heißt, man hat dann endlich transaktionale die Möglichkeit, transaktional zu arbeiten und trotzdem Spatial Indexes zu haben. Aber ob das wirklich das ist, was sie im Augenblick tun, ist noch nicht klar. Ja, damit wäre ich durch. Das sind nochmal Links zu meiner aktuellen PGSQL-Implementation, zu der allgemeinen Dokumentation der GIS-Features in MySQL und MariaDB und auch die Vergleiche, die Kollege Henrik Ingo angestellt hat. Danke, Hartmut, für die Ausführung. Ja, das ist noch tragbar. Wir haben jetzt eine Pause bis 11 Uhr. Könnt euch verköstigen beim Desk-Zentrum Haus 1. Und um 11 Uhr geht es wieder weiter mit den drei Sessions. Danke euch fürs Zuhören.